Moin moin miteinander und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Neverwinter. Ja, wir sind hier immer noch bei diesem wunderschönen Winterfest. Und ich würde mal sagen, zwei Dinge wollen wir diesmal tun. Eisfischen und Monster bekämpfen. Wir beginnen mal mit dem Eisfischen. Das Eisfischen ist hier unten am See. Und wenn man mit dem Eisfischen beginnen will, braucht man als allererstes eine Angel. Ich habe jetzt bereits eine Angel. Wer keine hat, weil er das zum ersten Mal macht, der kann sich hier bei diesem Herrn eine Angel kaufen. So, Angelruten und Tränke. So, hier hat er eine einfache Angelrute. Kostet fast nichts. Ist aber auch nicht so richtig gut. Wir haben eine bessere. Ich habe hier... Na, wo ist sie da? Eine hervorragende Angelrute. Wie kommt man an eine hervorragende Angelrute? Man muss sie bauen. Es gibt sie nicht einfach so. Ich habe sie mir letztes Mal gebaut. Bauen kann man sie mit Hilfe der Simril Leuchtkunst. Hier gibt es verschiedene Aufträge. Hier gibt es verschiedene Aufträge. Und hier, da ist sie, da seht ihr. Ihr müsst halt so ein bisschen Ressourcen sammeln und diesen Beruf hochpushen. Und dann könnt ihr so nach und nach und nach aus der einfachen Angel eine grüne Angel machen und dann aus der grünen eine blaue und aus der blauen am Ende eine lila Angel. Mit der kann man, glaube ich, schneller fischen und hat eine bessere Chance auf tolle Fische. So, was gibt's zum Fischen zu sagen? Naja, es gibt hier verschiedene Löcher im Eis. Das hier ist ein weißes, da hinten seht ihr grüne, ein lila Loch. Ne? Entsprechend gute Sachen kann man dann da rausholen aus so einem lila Loch. Man kann auch mit mehreren Personen gleichzeitig an einem Loch fischen, das ist gar kein Problem. Und irgendwann ist so ein Loch halt auch leer. Genau wie für das Zwielichtrennen gibt es auch für das Eisfischen einen Wettbewerb, wo man dann 10 Minuten lang die meisten Fische quasi fischen muss. Ihr seht, es geht bei mir sehr schnell mit der Angel. Mit der einfachen Angel würde man hier länger warten. Bei mir geht das hier ruckzuck, eins nach dem anderen. Fische kann man später übrigens, ich weiß nicht, kann man sie gegen Punkte tauschen? Oder... Wir können ja gleich mal nachgucken. Also eine lila Angel ist echt schon ein riesen Vorteil. Ich habe hier ein blaues Eisloch. So, wir haben genügend Fische gesammelt, um den Auftrag zu erledigen. Also letzten Endes war es egal, welche Fische wir sammeln. Wir müssen nur 5 gleiche haben. Das haben wir geschafft. Damit ist also unsere tägliche Fischaufgabe erledigt. Ne, das ist aber nicht der Wettkampf gewesen. Beim Wettkampf, ne, dann fischen hier alle um die Wette, wer 10 Minuten lang die meisten Fische rausholt. So, wir müssen jetzt aber... Was haben wir eigentlich rausgeholt? 5 und 6. Ich will einmal kurz was nachgucken. So von wegen... Fische eintauschen. Okay, hier brauchen wir jedes Mal 10 von den Fischen, um sie einzutauschen. Naja, okay. Also können wir sie nicht eintauschen, wir brauchen 10. 10 einer Sorte, dann können wir eintauschen. Dann machen wir jetzt mal... Ja, 10 Monster sollen wir niederstrecken. Das machen wir einfach mal schnell. Auch hier gibt es einen Wettbewerb. Monster killen auf dem Eis.
Beziehungsweise dieses Mal wird es sein Dämonenkillen auf dem Eis. Da sind sie schon. Hoppala! Zack! Nein, tun wir nicht. Wir beugen uns nicht der Dunkelheit. Ja, das geht hier rucki-zucki. Die Monster sind nicht allzu stark. Stufe 60. Wir sind Stufe 70, also... Hm. Ist ziemlich einfach. Für einen Stufe 70 Charakter. Hm? Wer Stufe 70 nicht ist, oder wer, ich sag mal, wer unter Stufe 60 ist, der wird auf Stufe 60 hochgestuft. Wir sind verloren! Genauso wie wir auf Stufe 70, 60 runtergestuft wurden. Wir sind ja Stufe 70 eigentlich. Aber hier oben, da sieht man, Stufe 60. Also wir wurden runtergestuft. Aber dieses Runterstufen, man ist immer noch stärker als Stufe 60. Also. Entsprechend sieht man, wie die Monster hier einfach. Niederrennen. Es geht dermaßen einfach. Keine Hoffnung! Keine Hoffnung! Tja, na, wenn du keine Hoffnung hast, dann. So, gleich ist das Zwielichtrennen vorbei. Wir haben ja Rang 4 momentan. Mal gucken, was wir da für einen Lohn bekommen. Ich vermute ja gar keine, aber... Ah, doch, schaut mal. Wir haben Rang 4 und bekommen Lichtringe, Sternsimrels und glänzender Lumen. Glänzender Lumen. Hm. Wir schauen gleich mal, was wir damit machen können. Ja, auf jeden Fall sind wir ein bisschen voll. Ne? Das können wir damit machen. Erleuchteter Marimo kann durch Simrel Lichtkunst in einen hellen Lumen umgewandelt werden. Glänzender Lumen, okay. Schauen wir uns mal an, was das bedeutet da. Also, 320 Veredelungspunkte. Können wir noch irgendwas anderes damit machen? Sieht nicht so aus. Dauert 2 Minuten. Wir machen das einfach mal. So, das Ding packen wir mal dahin. Veredeln. 1400 Veredelungspunkte. Zack. Braten wir das mal weg. Nee. So. Ich muss unbedingt ausmisten, mein Inventar. Das geht ja gar nicht. So, Simrel Geschenk. Ach, das mit den Geschenken. Das funktioniert so. Ihr tut das hier hin, ne? Zack. Und dann müsst ihr mit irgendjemandem eine Gruppe bilden, ne? Ich bin jetzt alleine. Aber ihr müsst mit jemandem eine Gruppe bilden. Und dann zielt ihr auf ihn, so zack. Und aktiviert dann das Geschenk, ne? Also bei mir Taste 6. Zack. Und dann bekommt er ein Geschenk. Ja, dafür sind diese Geschenke da. So, ja. Wieder mal umtauschen. Das Ding hier... Könnte ich eigentlich verkaufen, ne? Brauchen wir ja nicht. So, kehren wir mal zu dem werten Bürgermeister zurück. So, wir haben alles gemacht, Herr Bürgermeister. Simrefest abgeschlossen. Zack. So, ein paar Sternsimrels erhalten wir. Okay. Und Quest verfügbar in ein paar Stunden. Also morgen kann man das wieder machen. Ja, wer die Zeit hat, jeden Tag einmal reinkommen, geht ja relativ schnell. Ne? Es geht relativ schnell, dass man... Wettkampf hat begonnen. Monster auf dem Eis. Oh, das werden wir uns nochmal antun. Man kann hier wirklich tolle Geschenke absahnen.
wenn man jeden Tag herkommt. Ne? Höhepunkt des Jahres. So, das ist auch fertig. Zack. Heller Lumen. Dankeschön. Ach, Inventar voll. Meine Güte. Okay, ich schmeiß erstmal ein paar Fische weg. Oder das Ding so entsorgen. So, her mit dem Lumen. Komm. Gib her das Ding. So, veredeln. Zack. 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 So, und jetzt stürzen wir uns nochmal in die Schlacht. Weil es so schön ist. Suchen wir uns mal eine Stelle, wo am besten noch keiner kämpft. Naja. Schwer, so eine Stelle zu finden, ne? Rang 5 haben wir, ne? Oh. Monster, meine... Gehören alle mir! Echt? Kannst du das? Das Lustige ist echt, dass man hier wirklich auf dem Eis nur am Hin- und Her-Schlittern ist. Mal irgendwo eine Stelle zu finden, wo weniger Leute sind. Wer auf Nummer sicher gehen will, dass er einen guten Rang erhält hier bei diesen... bei diesem Wettbewerb, der nimmt sich am besten eine Instanz mit wenig Leuten. Ne? Hier sind zurzeit also massig Leute. Und massig Leute bedeutet natürlich massig Konkurrenz, ne? So, aber wir haben Rang 3 erkämpft. Rang 3 ist gar nicht schlecht. Keine Hoffnung! Da. Meine! Ein großes Monster. Plie ist gekommen. Und da steht er. Der kann schon eine ganze Menge aushalten. Das sage ich euch. Na, ihr seht, jetzt hauen wir alle drauf ein. Und das ist nicht mehr hier einfach so...
eigentlich schon zweimal vorbeigehauen, weil er einfach... Dass der so abhaut. Echt ein harter Brocken, der Pli. Oh, ein zweiter Boss ist gekommen. Aki. Komm, geh down. Und da ist er down gegangen. Und da ist der nächste Boss. Aber ganz ehrlich, ich werde ihn mir jetzt nicht holen. Ich werde jetzt was anderes machen. Während die anderen sich mit ihm beschäftigen, die werden ihn niemals niedermähen. In der Zeit, die noch da ist. In der Zeit hole ich mir lieber hier ein bisschen Punkte. Denn ich bin runtergerutscht auf Rang 3.
3. Noch 20 Sekunden. Ob man da noch irgendwas hinkriegt, ich befürchte nicht. Naja, Rang 3. Come on. Rang 3 ist cool. Keine Hoffnung. So, Rang 3. Haben wir geschafft. Eiskämpfer. So, immerhin 7 Schwarzbleiklumpen. Ha. 7 Schwarzbleiklumpen? Hm, finde ich gar nicht so schlecht. Da hat einer 600 Punkte gemacht. Alter Schwede. So. Zack. Da Klumpen veredeln. Kann ich von hier aus? Ich glaube nicht, ne? Nee, das klappt nicht. Was machen wir jetzt? Schmeißen noch mal ein paar Fische weg. Zack. Ja. Komm. Zack. Fertig. So, das war das Winterfest fürs Erste. Vielleicht werde ich noch die ein oder andere Folge machen, einfach nur, um zu zeigen, was man hier so alles an Sachen quasi finden kann in den Truhen. Nehmt euch ruhig ein bisschen Zeit dafür. Also, ich finde, das Winterfest ist immer was ganz Tolles. So, jetzt aber genug geredet, genug gezeigt, genug gekämpft. Ja, es ist Zeit, Tschüss zu sagen. Ne? Vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns ja in der nächsten Folge, ne?